Willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir haben gerade den Anführer des Banditenlagers hier vorne niedergesteckt mit Pfeil und Bogen und seinen Kompanion. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, ob im Lager noch was Interessantes ist. Ich glaube, da sind noch irgendwie zwei Banditen, müssen noch rumlaufen. Auf alle Fälle werden wir jetzt den mal plündern und uns das Ohr sporen des Banditenanführers. Sehr schön. Irgendwas, was richtig viel wert ist. Lange Kettenhaube. Kettenhemd, ja. Alles andere, ja, ist nicht mehr so relevant. Wie viel können wir denn eigentlich jetzt tragen? 125. Und müssen wir die Aufgabe jetzt... Berichte Bernhard, dass du das Lager ausgehoben hast und zeig ihm die Sporen des Anführers. Die Sporen oder die Ohren? Aha, offenbar die Sporen und die Ohren. Okay, bevor wir das machen, wie gesagt, wir wollen erst nochmal ins Lager. Das mit dem Schleichen funktioniert ja irgendwie überhaupt nicht. Ne? So, jetzt schauen wir mal, ob wir uns hinterm Pferdearsch anschleichen können. Was ist das? Wer ist da? Was ist hier los? Niemand. Das bin nur ich. Ah, wie ich drüber semmel. Das bin nur ich. Ich mache hier Übungen. Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Nein, jetzt habe ich... Sehr schlau gemacht. Sehr schlau. Hallo, dein Anführer ist... Oh Gott. Dein Anführer ist tot. Eigentlich müsstest du... Wie ist er denn? Huch, da unten. Eigentlich müsstest du... Komm her, du Weichei! Einfach mal ins linke Auge. Eieiei. Trinkwasser, Wildschweinleder, Ohr... Aber jetzt nicht wirklich irgendwie gute Sachen haben die nicht. Was ist denn das, was hier liegt? Sachs. Vorne liegt auch noch ein Schild und jede Menge Spitzpfeile. Alles meine, die ich hier verschossen habe. Oh, da liegt ja noch Schwert und Schild. Beim Schild bin ich mir nicht so ganz sicher, wie das gezählt wird. Ich glaube, beim Schild gibt es immer... Nur eine Art, ne? Die haben keinen Rüstungswert oder so. Na gut. Dann müsst ihr nochmal irgendwo einer sein. Aber ich ganz ehrlich, ich frage mich, wie ich hier. Da ist er. Wie ich hier schleichen soll. Wenn mich die aus 2 Kilometer Entfernung gleich sehen. Was machst du denn da? Sag Alarm! Seid vorsichtig! Okay, ich habe entdeckt Unfallort. Ach so. Hör auf, Alarm zu schlagen! Ist da jetzt noch einer? Ich hoffe, da kommen jetzt nicht... Oh Gott, Gott. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht eine Riesenmannschaft. Da vorne ist noch mal einer. In den Rücken. Und der ist ja gleich tot. Also das mit dem Schießen, das ist schon Wahnsinn jetzt. Wie gut wir darin sind. Habe ich jetzt einen Knüppel mitgenommen? Den wollte ich nicht mitnehmen. Nun gut, irgendwas Besonderes noch? Nö. Vielleicht liegt irgendwo noch eine Kiste. Oh, hier. Sehr schwer, das kann ich wahrscheinlich wieder nicht. Ah, zu kompliziert. Ich probiere es trotzdem mal. Oh. Da, wenn ich anfange zu drehen... Dann schlägt es gleich mal viel. So, den Knüppel, den lassen wir fallen. Den nehme ich nicht extra mit. Das wird verkauft, wobei wir... Egal. In die Satteltasche.
Das war jetzt relativ einfach. Das war jetzt relativ einfach durch das Bogenschießen. Wenn ich die mit Schwert und Schild besiegen hätte müssen. Das wäre schlecht gewesen. Aber da vorne gab es doch irgendwo eine Höhle. Ja, hier. Dann gehen wir mal in diese wunderschöne Höhle. Was ist das denn hier? Wer hat hier denn so gegraben? Höhlenpilz. Das war's. Das ist die ganze Höhle. Okay. Ich will mich ja jetzt nicht beschweren, aber ich hätte mir jetzt doch ein bisschen was Besseres erwartet. Na gut, haben wir die Höhle auch erkundet. Dann haben wir hier noch ein kaputtes Haus. Ich würde gerne in die Richtung noch kurz hochlaufen, wo der Kollege Alarm geschlagen hat. Hier gibt's, das ist ein unsäglich schlechtes Lager hier. Überall so provisorische Zelte aufgerichtet. Nichts ordentlich. Pferd durchgehen lassen. Da ist ja noch mal einer. Nein, bleib stehen. Das ist der, der immer Alarm schreit. Ja. Oh Gott. Ich laufe ihm mal nach. Hey, wir alle hier sammeln. Schlagt Alarm. Das ist schon ein bisschen. Da treffe ich ja nie. Ach, da können wir jetzt auch reiten. Ne, wir haben natürlich Pebbles. Das gibt's ja nicht. Durch See und Gestrüpp. Überall läuft die durch. Wir hinterher. Oh, was war denn hier los? Ein interessanter Ort, ein Picknick. Ohne Klamotten. Sehr seltsam. Ist der jetzt doch irgendwo oder hat er sich aufgelöst? Naja, wir haben eine Mühle entdeckt. Ist ja auch okay. Ja, ist auch mal ganz schön, wenn wir eine Mühle entdecken. Sprich was war mal das denn? Gleich mal mit dem älteren Mann. Hau ab, oder du kannst was erleben. Hast du was verloren? Was willst du hier? Ja, ich verschwinde doch schon. Bleib mal locker. Die sind immer gleich so aggressiv alle. Okay. Das war jetzt... Unfallort, Höhle. Da führt doch bestimmt noch eine Quest hierher. Unfallort. Jetzt müssen wir zum Bernard. Der ist eh hier oben. Bevor wir die Aufgabe weitermachen, und da würde ich sagen, wir machen mal mit der einfach weiter. Hier unten haben wir auch noch mal eine Quest. Bevor wir dann hier weitermachen, gehen wir aber jetzt noch mal zu Theresa. Und werden nochmal, oh, das trifft sich ja gut, die Zeit geht rum, dann wird es schon spät und dann ist schon Abend und dann Theresa. Ist jetzt schon Abend? Wie wäre es jetzt gleich? In der Stadt? Das klingt wundervoll. Jeder sagt, in der Schenke zum zerbrochenen Rad ist abends viel los. Lass uns dorthin gehen. Warst du schon mal in einer Schenke? Mein Vater und ich machten oft an der Schenke zur Waldwiese Halt, wenn er das Mehl in die Stadt brachte. Aber ich durfte nie mit hinein. Was meinst du, Heinrich? Wollen wir gehen?
Na logisch. Und wo ist diese Schenke? Gleich hinter dem oberen Tor. Kurz vor Rattai. Ist also nicht weit. Na, warum nicht? Aber wenn wir schon dort sind, musst du ein Bier probieren. Gut, abgemacht. Jawohl, dann wieder saufen. Gehen. Der Heinrich säuft jeden Tag. Jeden Tag ist er am Saufen. Ich lege mal kurz unsere Waffen ab. Damit wir hier nicht... Wir sind ja eh wieder so schlampig. Wir waschen uns mal schnell. Wo gehst du denn jetzt hin, Theresa? Ach, sie legt den Besen ab. Ja, und jetzt aber... Holla, die Waldfee, auf zum Party machen, Theresa. Auf zum Party machen. Manchmal. Wenn mir nach gutem Essen ist. Du würdest nicht essen wollen, was ich koche. Wohl wahr. Ich werde nie deine Wette vergessen, damals in Scarlett's. Erwähne bloß nicht die Haferkekse. Fritz Magen hat sich bis heute nicht davon erholt. Und triffst du in der Schenke viele Mädchen? Natürlich. In den Schenken und Bädern tummeln sich die Schönsten. Du Rüpel. Musst dich doch nicht gleich so aufregen. Ich rege mich keineswegs auf. Ich mache nur Witze. Mädchen in Schenken kümmern mich nicht. Ja, klar. Ich ziehe andere vor. Und welche sind das? Volle Lippen, grüne Augen. Du bist so ein... Komm schon. Also, da wären wir. Ach, das ist gar nicht in Rattai. Wollen wir etwas bestellen? Ja, sehr gerne. Bedienung? Ah, ein paar Turteltäubchen. Was hättet ihr denn gern? Lecker, ein Topf. Ja, schmeckt es? Es ist lecker. Dieses Bier. Es gibt kein besseres in der Provinz. Hey, was machst du denn da? Oh, nein, 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 nein. Oh, doch, 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 doch. Komm schon, trau dich. Nein, ich hab doch nie... Hand auf meine Hüfte. Ich weiß noch nicht mal wie. Oh, los geht's. Aber ernsthaft, ich kann das doch gar nicht. Seh sich einer, die zwei. Du schlägst dich wacker. Na gut. Nice. Na gut. Das ist schön. Schön. Nicht übel. Du machst mich fertig. Und du sagtest, du kannst nicht tanzen. Hey, tanz doch lieber mit einem richtigen. Ach, das war so klar. Wie ist, wenn du abhaust und jemand anderen belästigst? Ach, komm schon. Ein Körper wie deiner ist doch verschwendet an so einen lahmen Schlappschwanz wie den da. Oh, Mädchen, du hast echt keine Technik. Na, das gefällt mir. Eine Frau, die sich wehrt, bevor ich sie ficke. Oh. Das wirst du mir büßen. Jetzt müssen wir uns schon wieder prügeln, aber wir haben ja mittlerweile schon sehr gute Übung. Das wollte ich auch jetzt machen. Der ist noch ganz schön agil momentan. Jetzt habe ich ihm auch mal eine verpasst. Gott sei Dank. Ich nehme dich aus. Aber die Taktik von vorhin, die geht jetzt nicht so ganz wirklich auf. Kundling! Einfach so oft, bis einer durchgeht, ein Schlag. Theresa jubelt.
Ich versuch's doch. Je mehr er blockt, schon wieder eine neue Stufe. Je mehr er blockt, umso weniger Ausdauer hat er. Ach Quatsch. Mach dir lieber Sorgen um den anderen Kerl. Mir geht's gut. Au! Ja, natürlich. Deshalb jammerst du auch jedes Mal rum, wenn ich dich berühre. Aber du hast ihn verjagt. Nachdem du mit ihm fertig warst, hat er nicht mehr sein großes Maul. Hey, das geht's. Weich ein. Ach, Theresa. Schön. So, du wirst schon wieder. Aber gönn deiner Hand etwas Ruhe. Trag vorerst keine schweren Sachen. Danke. Darf ich dich heimbringen? Du gibst wohl nie auf. Willst du dich nicht lieber noch etwas ausruhen? Ich finde schon nach Hause. Die paar Schritte schaffe ich. Dann komm, mein Held. Wo waren wir denn jetzt überhaupt? Wir waren in einer Schenke, die wir noch nicht entdeckt haben. Das muss ich dir lassen. Abende mit dir sind vielleicht schmerzhaft, aber nie langweilig. Ich gebe mir Mühe. Wir schlafen sowieso im gleichen Bett. Im gleichen Zimmer. Ich komme mit. Die Schenke zum zerbrochenen Rad war das. Da schauen wir gleich mal, wo die war. Und in ein paar Tagen müssen wir erneut ausführen. Da entwickelt sich ja eine richtige Romanze. Ratei, Schenke. War das die hier vorne? Mühle? Ich würde fast sagen, das war die hier oben. Die Unterkunft. Nun gut, dann begleiten wir mal die Theresa ins Bett, auch wenn sie uns gerade eben noch die Tür vor der Nase zumacht. Oh, dann gehen wir halt anders rein. Und wir legen uns ins Bett, schlafen ein bisschen. Nee, Moment. Bevor wir das machen, sortieren wir noch um. Und zwar vom Pferd. Die Sachen raus in unsere Kiste. Die sind jetzt auch nicht mehr gestohlen, die Sachen. So schnell kann es gehen, Mensch. So schnell kann es gehen. Haben wir denn hier beim Jagen? Kunst des Aufbrechens, da denke ich immer daran, dass wir irgendwie Schlösser knacken oder so, aber das ist ja ein Jagdbuch. Okay. Alles andere bleibt erstmal und dann schmeißen wir das in die Truhe. Und dann gehen wir nämlich am nächsten Tag schön gemütlich die Hauptquest wieder an. Beziehungsweise geben bei Bernard noch die Ohren und die Sporen ab. Und ich frage mich auch, wo ich eigentlich bessere Sachen für das Pferd herbekomme. Wir haben so Zaumzeug und so weiter im Inventar vom Pferd. Ich habe noch nirgends irgendwas gefunden, wo ich die Sachen... Nein! Jetzt habe ich alles von der Kiste ins Inventar gelegt. Ach, ich bin so doof. Ich denke mir schon, wie viele Sachen habe ich denn dabei? Na gut. Den Jagdbogen von Herrn Capone, mindestens Stärke, den lasse ich mal bei mir. Vielleicht können wir den mittlerweile schon nutzen. Ach, den haben wir doch eh schon genutzt die ganze Zeit. Ich bin ganz verwirrt jetzt nach dem Date mit der Theresa.
So, schweres Schild. Was haben wir denn hier gehabt? Schwert des Jägermeisters? Nee. Söldner gespielt. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich will mal schauen, wo es Sachen für das Pferd gibt. So Ausrüstung, ich hätte gern so schöne Decken und so, die man drüber schmeißt übers Pferd. So, den ganzen Quatsch können wir alles wieder ablegen. Nachdem ich das nicht verkaufen konnte. Okay, dann schmeißen wir unsere Waffen. Schmeißen wir noch in unser Inventar und jetzt können wir dann uns endlich durchatmen und zur Ruhe bitten. Und zwar bis, es ist aktuell 10:30. Das heißt, wir schlafen einfach mal bis um 6 Uhr früh. Passt. Dann werden wir noch ein bisschen was essen. Vom Topf. Ja, und dann machen wir uns auf den Weg. Und ich würde sagen, dann machen wir schnell Reise zum anderen Ende von Ratai. Und dann gehen wir einfach nochmal ein bisschen zurück. Ist besser, wie wenn wir komplett durchreiten. Schöner, erholsamer Schlaf in voller Montur und mit dem Bogen auf dem Rücken. Das kann ja nur gut sein. Was war das denn jetzt? Ach so. Ich dachte schon, wer säuselt mir da ins Geöhr? Das war nur der Müller. Gut, das war so schlecht. So, also oberstes Tor von Ratai. Und hier oben haben wir noch ganz kurz gesehen. Da ist der Übungsplatz. Und da würde ich ja auch ganz gern mal wieder ein bisschen üben. Was ist jetzt los? Ach, jetzt werden wir auch noch kontrolliert. Wir haben doch nichts dabei. Was? So lautet mein Befehl. Belästige mich nicht, Herrgott. Kennen wir schon. Also, wenn das so ist. Da brauchst du gar nicht mit den Fingern zucken, mit den Schultern zucken. Oh, wir sind noch gar nicht so satt. Ich dachte, ich hätte aus dem Topf gegessen. Aber das war offenbar nicht so nahrhaft. So, es ist 6:30. Beste Zeit, um eine neue Quest anzunehmen. Bernard ist vielleicht, ist er hier drinnen? Nee, da darf ich nicht rein. Vielleicht ist er oben. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Ist er das? Ah, da ist er. Gott schütze dich. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Gute Arbeit. Ich habe noch etwas. Ein paar Leute wurden westlich von Ratai überfallen. Auf dem Hügel, der vom Galgenberg aus gesehen auf der anderen Seite des Flusses liegt. Verstanden. Okay, das sind jetzt so Folgequests wahrscheinlich. Vielleicht machen wir wieder eine, wenn wir gerade in der Nähe sind. Trophäen übergeben? Ich habe Trophäen. Zeig her. Sehr schön. So verfährt man mit diesem Pack. 25 Groschen für 4 Ohren, das ist jetzt... Oh, Moment. Oh, 25 Groschen pro Ohr. Aha. Dachte schon, das wäre ein bisschen wenig jetzt.
Gut. Was kann ich denn hier lesen? Das kann ich lesen hier. Henning Klasin ist das. Und das? Mika Mäkelä. Sei mit dir, Heinrich. Ja, ist ja, jetzt weiß ich doch schon Bescheid, Mensch. Alle meine Fans hier schreien ständig rum. So, jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen. In der nächsten Folge gehen wir hier rein und werden die Hauptquest weitermachen. Begib dich in die Halle der oberen Burg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.